Hallo und herzlich willkommen zurück im Garten. Mir ist heute ein zweiter Kopf gewachsen, nämlich ein Krautkopf. Warum? Na, heute gibt's Krautsalat. Wir sind schließlich bei The Krauts und bei The Krauts isst man halt eben Krautsalat oder auch Coleslaw. Für den köstlichen Krautsalat brauchen wir natürlich Kraut. Ich habe jetzt hier Weißkohl, wir brauchen eine Möhre, eine Zwiebel oder eine Schalotte, Zitronensaft, Salz, Zucker, Pfeffer, Apfelessig, Mayonnaise und ich habe jetzt hier noch eine ganz besondere Zutat, das sind nämlich Selleriesamen. Und los geht das Rezept, indem ich die Gemüse schredder. Dafür nehme ich mir den Weißkohl und die Möhre und gebe das einfach in meine Küchenmaschine. Dann hacke ich mir noch eine Schalotte in ganz, ganz feine Würfel. Und dann kommt einfach alles zusammen in die Schüssel. So, da kommt das geschnittene Gemüse. Guck mal, wie schön das aussieht. Streifen und ach, ich finde, das ist total beautiful. Also ab damit in die Schüssel. Die kleinen Zwiebeln. Und jetzt nehme ich mir so einen handelsüblichen Stößel. Den benutzt man zum Cocktail machen, normalerweise. Aber ich werde damit jetzt meinen Krautsalat so ein bisschen durchstampfen, denn dann kommt Saft aus dem Gemüse raus und der Salat insgesamt wird mürber und bekommt eine geile Konsistenz. Das ist gut zum Aggressionsabbau. So, jetzt habe ich hier die Zellstrukturen aufgebrochen, dass die Marinade besser einziehen kann. Und die Marinade besteht aus Apfelessig. Dann Zesten von einer Zitrone oder von einer halben Zitrone. Immer eine Bio-Qualität kaufen, gell? Naja. Ein Esslöffel frisch gepresster Zitronensaft. Zwei Esslöffel Zucker. Ein Teelöffel feines Meersalz. Und als ganz besondere Zutat kommt noch ein Viertel Teelöffel ungefähr Selleriesaat dazu. Selleriesaat ist ungewöhnliche Zutat, habe ich selber erst kennengelernt. Es schmeckt wirklich ein ganz kleines bisschen wie Sellerie. Ist echt cool, probiert das mal aus. Also nicht zu viel, damit dann nicht alles nach Sellerie schmeckt. Zum Binden des Salats nehme ich Mayonnaise, ungefähr 250 Milliliter. Das Rezept für die Mayonnaise, die ich hier benutzt habe, findet ihr auf meinem Kanal. Ich verlinke euch das auch. Das ist eine Mandelmayonnaise, die ist vegan und schmeckt wirklich köstlich. Das ist der fertige Salat. Besonders gut schmeckt er, wenn ihr den jetzt über Nacht in den Kühlschrank stellt, dass der richtig gut durchziehen kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Und ja, schaut mir doch wieder zu beim nächsten Mal. Macht's gut!